Lasset uns beten. Herr, eröffne uns immer mehr den Blick auf das, was du denen bereitet hast, die dich lieben. Lass es immer mehr Anziehungskraft auf uns bekommen, dass die Menschen in unserem Sein und Leben, unserem Wort, etwas von dieser Hoffnung, von dieser Erwartung entdecken und sich selber danach sehnen. Darum bitten wir dich. Amen. Amen. Dieses neue Jerusalem, diese Braut, diese Frau des Lammes, die also herabsteigt, die schaut nun Johannes. Wir sind jetzt am Vers 22, 23. Einen Tempel in dieser Stadt Jerusalem sah ich nicht in der Stadt. Denn der Herr, ihr Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, die ihr leuchten. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Also das Stadtzentrum des alten Jerusalem, also des Vorbilds, bildete ja die große Tempelanlage. Im neuen Jerusalem gibt es keinen Tempel, also in diesem Bild des neuen Jerusalem. Denn wenn Gott auf Erden so gegenwärtig ist wie im Himmel, dann braucht es keinen Tempel mehr. Jetzt ist die ganze Stadt das Zelt Gottes unter den Menschen, wie es auch im Kapitel 21, 3 schon geheißen hat am Anfang. Wer im neuen Jerusalem eintritt, der bleibt nicht wie im Allerheiligsten des alten Tempels vor Gott stehen, sondern er steht in ihm. Er ist von ihm umgeben, er lebt in ihm. So wie es Paulus ausdrückt, in ihm bewegen wir uns und sind wir. Oder wie es die Mystiker schon erleben dürfen, wenn sie das schildern, was sie da tagtäglich steigend erleben, diese Einheit mit dem Vater, mit dem Sohn, mit dem Heiligen Geist, wie sie da hineingenommen sind in dieses flutende, unendliche Leben. Sie können es kaum mit Worten beschreiben, es ist wirklich ein In-Gott-Sein. Wir sind da nicht mehr neben Gott oder so, sondern so wie im alten Tempel, gleichsam vor Gott, sondern wir sind in ihm, hineingenommen in sein ganzes Wesen. Und da ahnen wir überhaupt etwas, was in der Taufe in uns grundgelegt ist. Teilhaben an seinem Wesen, in Gott sein. Und er in uns. Also Sonne und Mond, diese irdischen Lichter, die sind überflüssig geworden. Denn das ewige Licht der dauernden Gegenwart Gottes erleuchtet das neue Jerusalem. Denn nun ist ewiger Tag, weil die Herrlichkeit Gottes nicht abnehmen kann und auch nicht zunehmen kann. Sie verträgt sich mit keiner Form der Finsternis. Darum kann sie nicht abnehmen und zunehmen. Das würde ja immer heißen, Finsternis überwinden. In ihr ist also keine Spur, wie Johannes schon schreibt im Evangelium, in ihr ist keine Spur der Dunkelheit. Also jetzt auch das alles bitte im Bild sehen. Licht, Dunkelheit. Dunkelheit, was, das ist all das, was wir so in uns spüren, so das Begrenzte, das oft fehlender Sinn, fehlende Durchsicht und so weiter. Das, all diese Dinge, nicht, werden vollkommen im Lichte sein. Es ist keine Spur der Dunkelheit mehr, die uns unruhig macht, die uns verwirren könnte, nicht, die uns irgendeiner Weise ja, an der Vollkommenheit verhindern könnte. Und in dem Maß, wie ein Mensch Christus in sich hat und in sich hat auch Gestalt werden lassen, wird er auch im Himmel eben in dem Licht erstrahlen, das Christus ist. Also ich denke, das sind so ganz schlichte Aussagen, aber die zu betrachten, würde sich lohnen, um einfach zu ahnen, was es heißt, jetzt schon in Christus zu sein, was dann plötzlich einfach auch sichtbar wird, wie soll ich sagen, sichtbar wird, ja. Wir haben es ja jetzt noch im Verborgenen in uns, diese Wirklichkeit. Aber sie wird dann wie selbstverständliche, sichtbare Wirklichkeit. Dann 24 bis 27. Die Völker werden in diesem Lichte einhergehen und die Könige der Erde werden ihre Pracht in die Stadt bringen. Ihre Tore werden den ganzen Tag nicht geschlossen. Nacht wird es dort nicht mehr geben. Und man wird die Pracht und die Kostbarkeiten der Völker in die Stadt bringen. Aber nichts Unreines wird hineinkommen. Keiner, der Gräuel verübt hat oder lügt.
Nur die, die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind, werden eingelassen. Es ist also ununterbrochener Tag in diesem neuen Jerusalem und drum sind die Stadttore immer offen. Und von dieser strahlenden Schönheit, da hatten ja schon die Propheten geweissagt im Alten Testament. Sie sahen die Völker der Erde von allen Seiten heranziehen in das Licht der Stadt Gottes. Finden Sie bei den Propheten schon. Also Missverständnisse zwischen den Nationen sind einfach nun unmöglich. Wenn in der Klarheit des göttlichen Lichtes die Wahrheit aufleuchtet, dann kann es keine Missverständnisse mehr geben. Jeder erkennt die ganze Wahrheit. Denn die Missverständnisse kommen ja aus der Unkenntnis, aus der Halbkenntnis. Jeder erkennt nur ein Stück. Und jetzt ist eben ewiger Friede. Es gibt keinen Neid mehr unter den Völkern auf Macht und Besitz, denn alle bringen ihre Reichtümer und Kostbarkeiten mit, um ihrem Gott zu huldigen. Alle sind einmütig in diesem Dienst vor dem Allherrscher und bleiben so auch ewig einträchtig untereinander. Alles, was auf dieser Erde echt, gut, schön ist, wird im Himmel Gottes verewigt werden. Sie alle bringen alles mit, ihre Kostbarkeit. Ich denke, das ist auch ein Hinweis, es ist ja immer Bild. Man muss immer klar sein, wir kommen ja nicht mit Rucksack und Koffer da an und bringen da unsere Armseligkeiten da und Habseligkeiten, wie so im Altersheim. Sondern es sind all das, was Gott uns gegeben hat. Was ich Ihnen gesagt habe, der Stein mit deinem einmaligen Namen. Das Einmalige, was Gott jedem Einzelnen gibt, die einmalige Beziehung, die Gott hat. Jeder bringt das alles ein. Auch die Völker, die Gaben, die Gott einzelnen Völkern gegeben hat. Nicht? Sie werden, das sind ja auch wirklich übernatürliche Gaben, sie werden sie mit einbringen. Es wird alles eine Bereicherung des Ganzen sein. Also ich denke, dass das alles hier mit angesprochen ist. Also das, was, wo man manchmal Krieg führt, um einander die Dinge zu nehmen, äußerlich, die äußeren Dinge. Da wird es genau umgekehrt sein, dass man sich gegenseitig beschenkt mit dem, was Gott den Einzelnen wie auch den Völkern geschenkt hat. Füreinander. Immer füreinander. Alles, was wir bekommen haben, haben wir zur Verwaltung für die anderen. Das ist ja das, was wir als Christen heute schon üben und einüben wollen. Verwalter der mannigfaltigen Gnadengaben Gottes zu sein und nicht Eigentümer und dann Streiter mit anderen, die mehr haben. Wie für den menschlichen Leib gibt es auch für die Pracht der Völker eine Auferstehung, bei der alle Werke Anteil erhalten an der Vollendung dessen, der sie wirkte. An der Vollendung dessen, der sie wirkte. Und Johannes will uns also begeistern, sich nämlich rechtzeitig für eine solche Ewigkeit frohen Herzens zu entscheiden. Also für eine solche Herrlichkeit, die auf uns wartet. Rechtzeitig sich entscheiden. Und nun das neue Paradies. Das war jetzt also eine Schilderung des neuen Jerusalem, der Braut, die vom Himmel herabsteigt. Das ist eigentlich eine Schilderung der Kirche. Hier dieser ganze Austausch, diese Bereicherung innerhalb des Leibes Christi, der ja jetzt schon geschieht, wie es Paulus in den Charismen ausdrückt. Jedes Glied dient dem anderen im Leib, nicht? Und das wird sich unwahrscheinlich in große Dimensionen ausweiten im Himmel. Das sind alles Anfangsschritte, die dann in der Vollendung sein werden. Und jetzt schauen wir in das neue Paradies. 22, von 1 bis 5. Nun, mit dem Paradies begann ja das erste Buch der Heiligen Schrift, die Genesis. Und machte damit den Anfang der Geschichte Gottes mit der Menschheit. Anfang der Geschichte Gottes mit der Menschheit. Mit dem Paradies schließt das letzte Buch der Bibel wieder. Das sind auch keine Zufälligkeiten. Und lässt so diese Geschichte des Menschen mit Gott und Gott mit dem Menschen wieder ausmünden in einem neuen, glücklichen Anfang. Und zwar einem Anfang, dem kein Ende mehr gesetzt ist und gesetzt werden kann. Also Endzeit und Anfangszeit wieder entsprechen einander. Die Stadt Gottes, bisher hauptsächlich gekennzeichnet als Stadt des ewigen Lichtes, wird nun mit Hilfe dieser Paradiesesvorstellung zugleich als Stadt des ewigen Lebens geschildert. Das heißt im ersten Vers, 22,1,
Und er zeigte mir einen Strom, das Wasser des Lebens, klar wie Kristall. Er geht vom Thron Gottes und des Lammes aus. Also Johannes sieht jetzt den Lebensstrom entspringen, und zwar am Thron Gottes und dem des Lammes. Also Urquell ewigen Lebens ist der Menschheit durch das Lamm, wie geschlachtet, von Neuem erschlossen. Urquell ewigen Lebens. Und Leben ist zu verstehen nicht, wir vegetieren, wir existieren, wir sind nicht tot, sondern ist Fülle des Lebens. Alles, was zum Leben gehört. Zum Leben gehört Erfüllung, gehört Glück, gehört Liebe. Das ist das Höchste, das Bleibende, das, was der Ewigkeit schreit und sucht. Das ist gemeint, Quelle ewigen Lebens. Wasser und Leben sind für den orientalen Menschen untrennbar verbunden. Wasser und Leben. Wo Wasser ist, da ist üppiges Wachstum. Wo es fehlt, da ist Wüste. Also, das ist auch dieses Bild aus der Gegend, aus der diese Botschaft auch kommt. Patmos ist ja eine Felseninsel. Dann 2 und 3. Zwischen der Straße, der Stadt und dem Strom, hüben und drüben, stehen Bäume des Lebens. 12-mal tragen sie Früchte, jeden Monat einmal. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Es wird nichts mehr geben, was der Fluch Gottes trifft. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt stehen und seine Knechte werden ihm dienen. Also aus dem Paradies stammt ja das Bild vom Lebensbaum, in der Genesis, Baum des Lebens in der Mitte. In der Mitte steht Genesis 2,9, ich glaube, brauche ich nicht vorlesen. Köstliche Früchte, in der Mitte des Gartens aber den Baum des Lebens. Und auch bei 3,22 wird er noch einmal genannt, nicht? Dass er jetzt nicht die Hand ausstrecke der Menschen nach dem Sündenfall auch vom Baum des Lebens nimmt. Davon isst und ewig lebt, da wird es schon ausgesagt. Vom Baum des Lebens essen heißt ewig leben. Johannes sieht aber gleichsam eine ganze Allee von Bäumen, so wie Ezechiel in 47,7. Als ich zurückging, sah ich an beiden Ufern des Flusses sehr viele Bäume. Also der Prophet hat das schon geschaut. Und sie bringen ununterbrochen Früchte. Das heißt, den Bewohnern des neuen Paradieses geht die Speise der Unsterblichkeit niemals aus. Und ein zweiter Zug ist, dass ihre Blätter Heilkraft besitzen. Das finden wir ebenfalls bei Ezechiel 47,12. An beiden Ufern des Flusses wachsen alle Arten von Obstbäumen. Ihr Laub wird nicht welken und sie werden nie ohne Frucht sein. Jeden Monat tragen sie frische Früchte, denn das Wasser des Flusses kommt aus dem Heiligtum. Haben Sie ja gerade gehört, vom Thron Gottes hier in der Apokalypse. Ezechiel spricht aus dem Heiligtum. Die Früchte werden als Speise und die Blätter als Heilmittel dienen. Aber Krankheiten und Tod, die Folgen des Sündenfluches ja sind, Krankheit und Tod, kann es ja im neuen Jerusalem nicht mehr geben. Also es existiert ja nichts Verfluchtes mehr, nachdem der Urheber des Bösen, Satan, für alle Ewigkeit aus der neuen Welt ausgeschlossen bleibt. Und so ist es ein Bild, dass die Menschen wirklich das neue Leben bewahren. Nicht so wie wir empfangen es und verlieren es wieder oder es nimmt wieder ab. Sie bewahren es. Und zwar vor jeder tödlichen Bedrohung bleiben sie bewahrt. Jeder tödlichen Bedrohung. Der Himmel Gottes und die Welt der Menschen waren ja zwei getrennte Wirklichkeiten. Johannes hat immer wieder in den Himmel geschaut und dann wieder diese irdische Wirklichkeit wahrgenommen. Sie sind jetzt wieder eins geworden, so wie am Anfang, im Paradies. Ein Sündenfall wie im ersten Paradies ist nun für immer ausgeschlossen.